So, Ton war weg. Also gut. Das ist doch mal ein gutes Feedback. Jetzt müsste der Ton da sein. Ja, super. Ist er jetzt da? Ja, also, das ist halt live und das passiert als ab und zu. Entschuldigt bitte, dass das Mikrofon noch aus war. Ich bin ja so mein eigener Regisseur hier. Aber jetzt nochmal ganz, ganz lieben Gruß an euch alle, alle, die live dabei sind. Heute geht es um das Thema Schlagmuster auf der Gitarre. Ist das unverzichtbar oder überbewertet? Wir reden intensiv über die Rhythmusgitarre. Es ist eine Gitarrenlernstunde. Und ich hoffe, du hast deine Gitarre am Start, sodass du gleich einige der Dinge ausprobieren kannst. Wir werden uns diesem Thema deswegen widmen, weil ich gerne ein für alle Mal das Thema auch klären möchte, weil es immer wieder auftaucht. Erklär mir doch bitte, wie spiele ich die Begleitgitarre, das Begleitmuster bei dem und dem Lied. Und ich versuche das heute für dich zu klären. Wir gehen durch die Rhythmusgitarre über die Jahrzehnte und es wird eine intensive, aber auch mal wieder eine sehr lehrreiche Stunde. Super, ne? Also, Ton ist da. Sorry, ich bin halt hier mein eigener Regisseur und ich habe hier ein Mischpult. Und obwohl die LED-Anzeige mir das angezeigt hat, war das Mikrofon nicht aktiv. Es ist ein aktives Mikrofon mit ein Richtmikrofon mit 48 Volt. Ne? Und das muss natürlich an sein, damit bei euch der Ton ankommt. Also, sorry hier, ich werde nachher diesen Teil aus dem Video rausschneiden. Das kann man auch im Nachhinein machen. Also nochmal, jetzt gucken wir gleich mal in den Chat, wer alles da ist. Und falls du zum ersten Mal in einen meiner Videos reinschaust, das sind Unterrichtsstunden. Also es ist kein Influencer-Gedöns, 10 Minuten, 5 Minuten Video, sondern es ist eine echte Unterrichtsstunde und es ist, als ob du privat hier bei mir im Studio wärst und ich sozusagen dir über dieses Thema versuche, alles zu vermitteln, was ich weiß. Und without further ado, wie die Amerikaner sagen, ohne uns länger damit aufzuhalten, lasst uns mal reingehen. No? Genau, Pantominchen. Oh ja, das ist ein gutes Thema, ne? E- oder Akustikgitarre, es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Ich habe die Variax hier am Start mit einem Clean Sound. Ich kann die umwandeln in eine Akustikgitarre. Alles, was wir machen, ist für beide Instrumente gültig. Also, die Rhythmusgitarre. Wow, das wichtigste Thema überhaupt. Denn in der Regel ist das deine Hauptaufgabe, wenn du Gitarre spielst, nämlich Lieder begleiten, ob du allein begleitest oder in einer Band. Das sind verschiedene Rollen. Heute geht es mir um das Thema allein begleiten. Ja, ich werde aber auch einige Songbeispiele bringen. Der Algorithmus wird heute durchdrehen, weil ich etliche Songbeispiele anspielen werde. Und ja, ihr wisst ja, ich habe vor ein paar Jahren ein Video gedreht zum Thema Barré-Akkorde. Und da war es mir wichtig, einmal diesen Mythos der Barré-Akkorde. Und das gibt ja tausende Videos da draußen zum Thema, wie man F-Dur greifen soll. Ich wollte dieses Thema einfach einmal beenden. Deswegen ist das Barré-Akkord-Video auch sehr, sehr beliebt und zeigt, dass Barré-Akkorde leicht sind. So ist auch das Thema Rhythmusgitarre leicht. Ich gehe ein bisschen zurück in meine Anfangsphase. Und das war eine Zeit in den 80ern, als ich so mit 14, 15, so erste richtige Ambitionen hatte, auf der Gitarre zu spielen. Und ich hatte den brennenden Wunsch, eine Band zu haben, habe dann mit 15 Jahren meine erste Band organisiert. Das war eine Schulband und ich war extrem, ja, nicht nur, dass mir persönlich sehr, sehr wichtig war, sondern ich hatte einen extremen Ehrgeiz, endlich mal mit anderen Menschen zusammenzuspielen. Denn allein im stillen Kämmerlein, das ist auf Dauer zwar okay und nett und man kann auch mal jemanden begleiten, aber dann endlich mal mit anderen Menschen zusammenzuspielen, das ist für mich das Größte überhaupt. Ich habe unglaublich viel Energie reingesteckt und mir hat nie irgendjemand meine gitarrenlehrreinen Rhythmus erklärt. Außer vielleicht mal ganz am Anfang, als man gesagt hat, okay, bleib bitte im Takt. Und das ist schon mal so ein Hinweis, wo die Reise heute hingeht. Trotzdem gibt es einige Basisrhythmen vom Schlagzeug, die sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt haben.
an die wir uns ranhängen müssen. Also wir müssen uns quasi an den Rhythmus, an das Tempo des Liedes ranhängen. Und oft ist das, was wir spielen, dem Schlagzeug sehr, sehr ähnlich, wenn es um die Begleitung auf dem Instrument geht. Ich habe hier einen Clean Sound. Rüdiger hat ja eine gute Frage. Verwendest du andere Plektren bei Solo- oder Rhythmusgitarre? Nein, da müsste ich ja permanent wechseln. Ich verwende andere Plektren bei E-Gitarre und Akustikgitarre. Bei Akustikgitarre gehe ich auf die 1,5er Plektren und bei der E-Gitarre spiele ich mindestens 2 mm bzw. auch die 3 mm. Ich kann euch ja zeigen, dass ich mit allen drei Plektren dieselben Techniken spielen kann. Nur der Sound ändert sich ein bisschen. Generell ist es so, wenn du das Plektrum hältst beim Begleiten, solltest du es locker halten und auch nicht dir einen Kopf machen, wenn das Plektrum mal aus den Fingern fällt. Du wirst die besten Musiker, die besten Stars sehen, wenn sie Live-Konzerte spielen, haben sie am der Regel am Mikrofonständer, haben sie so ein Teil, wo sie dann ihre Plektrum dran befestigen, falls es ihnen mal aus den Fingern fällt. Ne? Dann können sie ganz schnell eins greifen. Manche machen auch eine Show draus, dass sie das Plektrum greifen und es dann später ins Publikum werfen, wie Yngwie oder viele Rockmusiker. Ne? Also die frühen Anfänge, ich habe hier meine Notizen, dass ich nichts vergesse, also falls ich hier mal rüberschaue. Die Geschichte der Rhythmusgitarre ist eng mit der Entwicklung verschiedener Musikstile und der Evolution der Gitarre verbunden. Eine chronologische Übersicht, gehen jetzt mal kurz durch die Jahrzehnte und schauen, um was es eigentlich geht. Der frühe Anfang bis ins 19. Jahrhundert war klassische und spanische Gitarre. Und darin liegt auch der Ursprung dessen, was wir heute als moderne Gitarrenbegleitung kennen. Und ich werde euch eine Übung, eine ganz, ganz tolle Übung zeigen aus der spanischen Gitarre, die euch mit der rechten Hand, es ist ein unglaublich gutes Training, wahrscheinlich das Beste, was es überhaupt gibt für dich als Rhythmusgitarrist. Klassische spanische Gitarre, hier wurde die Gitarre vorwiegend zur Begleitung verwendet, wobei es auch Techniken wie Picking und Strumming gab. Und das kam vorwiegend bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zum Einsatz. Dann kam das frühe 20. Jahrhundert mit den Blues und dem Ragtime. Und dann begann die Gitarre eine wichtigere Rolle in der rhythmischen Begleitung zu spielen. Typisch waren einfache, Anfang des 20. Jahrhunderts, repetitive Rhythmen, die oft mit einem Slide, Bottleneck zum Beispiel, auch gespielt wurden. So, jetzt schauen wir uns einmal, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, und schauen uns einen Basisrhythmus an. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wenn das Jahrhundert mit Blues anfängt, dann ist es Blues. Und da gehen wir jetzt rein. Hier habe ich mal, ich will jetzt einen Fokus. Ja gut, man sieht beide Hände, aber nachher werden wir auch mal auf die, nur auf die rechte Hand fokussieren. Und schauen wir uns mal an, wie das aussieht. So. Was war denn dieser Grundrhythmus, nachdem hier sich die Bluesmusik orientiert haben? Die Legende sagt, es waren Beobachtungen aus der Natur, aus der Welt, in der sie aufgewachsen sind. Und der Blues hängt sich rhythmisch in der Betonung, es ist ein Viervierteltakt, auf die 3, 1, 2, 3, 4, das musst du dir merken. Das ist das Traben des Pferdes oder später auch, wenn dann wenn die Texte sich dann auch nochmal verwandelt haben, weil die Eisenbahn dann auch noch kam. Die Schienen wurden ja teilweise bis an die Plantagen gelegt, damit man die Baumwollsäcke direkt auf die Züge werfen konnte. Nur durfte man mit diesen Zügen nie wegfahren. Und wenn der Zug losfährt, erzeugt er auch diesen Man nannte ihn ja auch noch das eiserne Pferd. Ne? Und beides Symbole für die Freiheit. Hört man in jedem zweiten Blues-Song aus der Zeit dieses Thema. Und diesen Groove, 1, 2, 3, 4, den schauen wir uns jetzt an, weil der ist extrem wichtig. So, wenn du noch am Anfang bist, das noch nie gespielt hast, ich spiele einen A-Power-Chord. Also wirklich nur die A- und die D-Seite greife hier im zweiten Bund.
und spiele da mit dem Ringfinger im vierten Bund die 3. Also 1, 2, 3, 4. Das ist so wichtig, was ich dir jetzt zeige. Ich bitte dich um deine ganze Aufmerksamkeit, falls du das noch nie gespielt hast. Es wäre super, super wichtig, wenn du das lernst. Um den Sound hinzubekommen, dämpfe ich leicht hier hinten direkt vor der Brücke ab. Also direkt hier, nicht zu weit vorne. Diesen Sound wollen wir. Man kann das auch spielen mit 1, 2, 3, 4 und den Finger hier liegen lassen. Aber ich will ganz klar die 3 hören, denn das ist am Schlagzeug die kleine Trommel. Die Snare, 1, 2, 3, 4. Und das ist dein erstes Schlagmuster auf der Gitarre, auf dem so viel aufbaut. Die gesamte Blues, der Rock'n'Roll, der Rock bis in die Neuzeit. Und den musst du üben, diesen Rhythmus, und auf Tempo bringen. Jetzt spiele ich ihn gerade 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und betone immer die 3. Und jetzt, wenn wir diesen Groove beschleunigen, diesen Rhythmus, dann sind wir im Rock'n'Roll angekommen. Künstler wie Chuck Berry haben diesen Blues ein bisschen auf aggressivere Art gespielt, mit dem Gebrauch von eben diesen Power Chords, um einen schnellen, ja, treibenden Rhythmus zu erzeugen. Ne? Das hier bitte auf Tempo bringen, also das Üben, hier ist ganz entscheidend, wenn ich sage, das auf Tempo bringen, dass du dich natürlich mit einem Metronom kontrollierst. Wo ist deine Grenze, wo kannst du das noch sauber spielen? Ist das Tempo 120, 140, 160? Und hier ist kein Tempolimit angesagt, es ist wirklich nicht schwer, aber es braucht Zeit, bis man das auf Tempo bringt. Das ist ganz entscheidend, dass man das sauber spielt und auf Tempo bringt. Und mit Tempo meine ich, Die Grenze bist du selbst. Es gibt also No Limit und du darfst das Metronom irgendwann auf 200 stellen und dann richtig, richtig hier mit Höchstgeschwindigkeit das spielen, denn das legt die Basis für die Kontrolle des Rhythmuses und der Präzision deiner rechten Hand. Das ist ganz entscheidend. Rhythmusgitarre hier, rechte Hand. Natürlich, wenn du Linkshänder bist, ist es dann die linke. Und dann kann ich das hier spielen. Und ich beschleunige jetzt mal auf mein Maximaltempo, dass ihr das sehen könnt. Und gehe hier mit der Kamera auf Preset Nummer 2. Kannst du meine rechte Hand sehen. Jetzt alles Downstrokes, also Abschläge. Ja, ist ja gut. Ah, das Intro natürlich, das kannst du natürlich lernen und macht tierisch Spaß. Und das ist alles, die Stilistik des Rock'n'Roll ist ja alles irgendwo nachgespielt vom Ragtime, vom Klavier. Ne? Das ist ja nichts Wirkliches, was man auf der Gitarre spielt. Das ist nichts anderes wie das Klavier. Okay? Und also, viel, viel wichtiger ist, dass du das Ding auf Tempo bringst, ob es jetzt in B, in A, in G,
Die Rock'n'Roll ist, ne, du beginnst im C beispielsweise hier unten. Dann hast du Jailhouse Rock. Ne? Want to party in the county jail? F wäre dann zum Beispiel. I want Pamaluma, a long bamboo. Tutti frutti, hoodoo. Tutti frutti, hoodoo. Dann G wäre zum Beispiel. Blue Sweet Shoes. Ne? A wäre Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock round. Und so weiter. So wichtig, ein ikonischer Rhythmus, den wir als nächstes lernen. Ganz, ganz wichtig, als, auch als Grundlage für alles, was du spielst, ist der 3-3-2-Rhythmus von Bob Diddley. Ein ikonischer Rhythmus, der nach ihm benannt ist und der häufig in der Rockmusik verwendet wird. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Gehen wir mal hier auf, bleiben wir auf dem A. Also 1 betont, dann 2 Schläge. Das wiederholt sich dann. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Unbedingt lernen. Dieser 1, 2, 3, 1, 2, der zieht sich bis in die modernste Musik. Der ist im Blues, im Rock, im Metal, in allen Stilistiken. Der ist so treibend, der war so prägend für die 80er Jahre. Da werde ich nachher ein paar Songbeispiele anspielen, dann könnt ihr das genau hören. Also, die 1, 2, 3, 4 als Shuffle gespielt. Die 1, 2, 3, 4 gerade gespielt, mit Betonung immer auf die 3. Und dann die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Immer die 1 betonen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. So, und das sind jetzt Basisrhythmen, Basisgrooves, auf denen dann viele, viele Sachen aufbauen. Okay? Ganz, ganz wichtig, das zu können, ist unglaublich wichtig. So, jetzt machen wir einen Schritt zurück und spielen überhaupt nichts mit der linken Hand. Wir dämpfen einfach nur die Saiten ab und machen dasselbe, was wir eben gemacht haben. Spielen mit Wechselschlag. Übrigens, alle Rhythmen werden mit Wechselschlag gespielt. Und das ist jetzt auch wieder ein Training für deine rechte Hand, wo du die 3 betonen sollst. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. Und diesen Basisgroove, der 100 Jahre alt, diesen älter, da, den bitte auf Tempo bringen. Auch immer wieder mal checken mit dem Metronom. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und auf Tempo bringen bedeutet, beobachte bitte meine rechte Hand, wenn ich hier, beobachte meine rechte Hand. Das Plektrum wird so entspannt wie möglich gehalten. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich meinen Zeigefinger hier hinlege. Das ist die natürliche Handhaltung. Hier ist alles total entspannt. Das Einzige, was sich ändert, ist das hier. Es wird nicht so gegriffen, nicht so, nicht so, das Plektrum. All das erzeugt unnötige Verspannungen. Das Einzige, was ich also mache, ist, dass ich meinen Zeigefinger, erste Glied Zeigefinger, unter das erste Daumenglied lege. Und beide bilden hier unten eine Linie. Weder steht mein Zeigefinger drüber, noch steht mein Daumen weit drüber. Schau mal, das nicht. Sondern hier, erstes Zeigefingerglied, erstes Daumenglied, mittig, schließen hier unten ab. Dein Plektrum ist eine Verlängerung, seitliche Verlängerung deines Zeigefingers. Und dann liegt hier schön der Daumen drauf und unten guckt eine kleine Spitze raus. So, das sollst du so locker halten, dass du hier immer eine lockere Handhaltung hast. Hier darf sich also nichts verspannen. Absolut gar nichts darf hier unter Spannung sein. Und aus dieser
Jetzt stellst du dir vor, beim Rhythmusgitarrespiel, dass an der Spitze deines Plektrums ein Tropfen Wasser ist. Genau hier an der Spitze. Und diesen Tropfen, den willst du wegschleudern. Das ist die Technik. Und diese Bewegung hier, es ist keine Bewegung, die so aussieht, mechanisch, sondern es ist eine dynamische Bewegung, wie so eine Art Rotationsbewegung. Sieht so aus, hier ist mein Tropfen Wasser hier an der Spitze und den will ich wegschleudern. Das ist die Beweglichkeit, die ich brauche. Schau mal. Und dann ist das eine harmonische, runde Bewegung. Und die musst du auf die Seiten bringen. Und das ist deine Übung. In der linken Hand einfach die Hand auf die Seite legen, dass die abgedämpft ist. Und dann einfach nur rauf und runter erstmal, weil alle Rhythmen, alle in Anführungszeichen Schlagmuster sind Wechselschlag. Es gibt keine Begleitung, in der du irgendwo in der Luft stehen bleibst. Okay? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Häng dich mal an mich ran. Nimm deine Gitarre und spiel mit. Eins, zwei, drei, vier. 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 Die drei wird betont. Und jetzt schau mal, ich bringe das auf Tempo. Hier ist mein Tropfen Wasser an der Spitze meines Plektrums. Den will ich wegschleudern. Und so bringst du dein Handgelenk in diese lockere Spielweise und bringst es auf Tempo. Teste dich mit einem Metronom. Teste das wirklich mit einem Metronom. Du wirst kein einziges Schlagmuster, also nur um das mal klar zu machen, ihr werdet kein einziges Schlagmuster vernünftig spielen können, was ein bisschen schwieriger ist, wenn ihr diese Übungen heute nicht in euer Training integriert. Das hat mir unglaublich viel geholfen. So, das war jetzt der 1, 2, 3 betont, 4er Rhythmus. Bringe den auf Tempo und lerne das schnell und locker zu spielen. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück ins 19. Jahrhundert, gehen zur spanischen Gitarre und schauen uns diesen unglaublich tollen Rhythmus an, der es dir ermöglicht, später alle Formen von Rhythmusgitarren-Herausforderungen zu knacken. Also nochmal, ich kann nicht betonen, wie extrem wichtig das jetzt ist. Okay? Ich spiele eine klassische spanische Progression nachher. D-Moll, also sorry, E-Moll, D-Dur, C-Dur und H7. Das ist der Rhythmus, den wir jetzt lernen. Hör genau hin. Ich erkläre dir und schaffe ihn dir bitte gleich drauf. Hier. Der Rhythmus, und das ist jetzt wieder das Verblüffende, dieser Flamenco-Rhythmus ist, haben wir vorhin schon gespielt, von Bob Diddley, Bo Diddley, und zwar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Also wir haben 8 Schläge, wir betonen die 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Schau mal an, wie das klingt. Also, über alle Saiten hier abgedämpft. Wir betonen die 1, 1, 2, 3, dann von unten nach oben, 1, 2, 3, 1, 2. Dann haben wir also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und die 1 wird immer betont. Diesen Rhythmus musst du super, super intuitiv in dein Spiel integrieren und ihn auf Tempo bringen. Es ist also ein Muss. Hier, Saiten abdämpfen, nicht drücken. Leicht die Saiten berühren.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Und ich zeige euch jetzt mal kurz ohne Akkorde, wie ich das auf Tempo bringe. Ja. Sekunde. Dieser Rhythmus, der ist so unglaublich wichtig. Diese Begleitung auf Tempo zu bringen, locker, lass dir Zeit, wenn du das trainierst, lerne es. Ich flehe dich an. Lerne diesen Rhythmus. Wenn du den locker spielen kannst und auch mal auf Geschwindigkeit, gibt es keinen einzigen Rhythmus, kein einziges Schlagmuster, was dir je wieder Probleme auf der Gitarre begleiten, bei Rhythmusarbeit auf der Gitarre begleiten, bereiten wird. Kein Rhythmus wird dann mehr für dich unmöglich sein. Also lerne das. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay? Unbedingt. Wir haben nicht viele Rhythmen heute. Wir lernen vielleicht 3, 4, das war's. Und wir schauen uns nochmal die Picking-Muster an in der Begleitung. Das war's. Und dann ist das Thema Schlagmuster für dich beendet. Ja. Weil, wenn du die Technik nicht hast, dann kannst du dir diese Schlagmuster, hunderte davon anschauen, und sie sind songspezifisch und sie bringen dir gar nichts, weil du sie nicht sauber spielen kannst, weil deine Technik nicht funktioniert. Es ist wie, viele wollen Solo-Gitarre spielen, aber üben die Technikübungen nicht. Was natürlich ein grobes Foul ist. Es ist wie im Fußball. Ne? Du willst super gut spielen, aber deine Technik ist rudimentär. Ne? Und diese einfachen Übungen sind die Basis für alles, was an Rhythmus-Gitarrenbegleitung auf der Gitarre stattfindet. Es wird alles funktionieren, wenn du diese zwei, drei Übungen machst. Weniger ist mehr. Wiederholen. Nochmal. Das auf Tempo bringen. Und dann kannst du alles spielen. Weil wenn dann, ich meine, wenn du das spielen kannst und dann kommt irgendwann so ein High-End-Rhythmus wie Long Train Running, dann ist das für dich machbar, ohne dass du stundenlang, tagelang das trainieren musst. Und das Schlagmuster wirst du auch hören. Dein Ohr gewöhnt sich daran, Schlagmuster herauszuhören. Es ist so einfach, wenn du das trainierst. Wenn du das nicht trainierst, ist es fast unmöglich. Ne? Es ist fast unmöglich. Du denkst vielleicht, das kriege ich nicht hin, das ist doch viel zu schnell. Ich kann es auch viel schneller spielen, weil ich diese spanischen Geschichten trainiere. Und wenn du das jetzt von mir hörst, dann hoffe ich, ist es auch für dich glaubwürdig und überzeugend und du kaufst dir nicht wieder irgendeinen, ich sag's jetzt mal bewusst, Bullshit-Buch, von denen es welche da draußen gibt, mit Lerne 50 Schlagmuster. Und du wirst sie nie können, weil du hast sie gelernt und nach einer Woche hast du sie wieder alle vergessen, ne? Weil es einfach Quatsch ist. Und es gibt namhafte Musiker oder Leute, die unterrichten, die solche Bücher verkaufen. Das ist für mich es wie ein Buch über Picking-Muster. Ne? Es ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Es ist reine Geldmacherei und man zieht dir die Kohle aus der Tasche mit einem Quatsch. Ja. Diese drei, vier Basisrhythmen auf Tempo bringen, eigentlich genügt der Spanische, der Shuffle und der 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Damit kannst du absolut alles begleiten. Wir schauen uns ein paar Songbeispiele gleich an. So hat sich das entwickelt von der spanischen Gitarre über den Rock'n'Roll. Dann kamen die 60er Jahre mit Bob Dylan, ne, und James Brown. James Brown mit der Funk-Gitarre und Bob Dylan mit Folk.
und dieser typischen Strumming-Begleitung für die Folk-Songs. Dann kam in den 70er Jahren der legendäre Musiker aus Jamaika. Wer war das? Na? Sagt's mir in den Kommentaren. Und er hat diesen Rhythmus etabliert, der ist auf dem Offbeat. Und den möchte ich auch euch ans Herz legen, ihn zu trainieren. Aber dafür musst du dir ein bisschen Arbeit machen und dir mal unbedingt mein Video anschauen mit dem Tutorial von I Shot the Sheriff in der Eric Clapton Version. Und dort erkläre ich von Grund auf, wie man Reggae spielt. Und ja, Bob Marley, die Legende, aktuell sogar ein Kinofilm am Start. Leider wird er diesem charismatischen Musiker nicht so ganz gerecht, aber die Musik ist genial. Also noch wichtig, deswegen will ich dir das unbedingt zeigen, was diesen Reggae ausmacht. Denn Reggae macht der Offbeat aus. Also du spielst einen Schlag von unten nach oben, während du den Rhythmus schlägst. Und wenn dein Fuß, du musst dir vorstellen, deine rechte Hand ist mit einer unsichtbaren Schnur verbunden mit deinem Fuß, mit dem du den Rhythmus schlägst. Und wenn er in der Luft ist, man hört es genau, dann hast du es richtig gemacht. Okay, nochmal. Und das ist eine Grundübung, die bringst du auf Tempo. Hey! Es ist wichtig, dass du lernst, diesen Offbeat zu spielen, weil er in so gut wie keiner anderen Stilistik vorkommt. Reggae, sehr wichtig. Schau dir mal ein Video an zu I Shot the Sheriff. Dort erkläre ich im Detail alles, was diesen Rhythmus ausmacht, bis zu der sehr, sehr coolen Version von Eric Clapton. Dann vom Reggae ging es dann weiter zu Bands wie den Ramones und Sex Pistols, kamen die 70er, Punk. Und Punk war, es gab immer wieder so Entwicklungen, wo die Gitarre im Rhythmusbereich ein bisschen anzog und dann wieder ein bisschen runterging. Das war in den 70ern, Ende der 70er, wo der Punk kam, wo man wirklich nur auf die Energie setzte und auf Tempo. Und das passierte nochmal in den 90ern mit Nirvana, dann mit dem Grunge, nachdem den Ende der 70er und in den 80ern die Gitarre explodiert ist, die E-Gitarre, ne? mit allen Rock, Metal, Van Halen, Riffs ohne Ende. Das waren 20 Jahre, in denen die Gitarre unglaubliche Fortschritte gemacht hat. Und dann kam dann in den 90ern wieder der Grunge, ne, mit Bands wie Nirvana, Pearl Jam. Und dann wurde die Rhythmusgitarre ein bisschen düsterer, mit sehr kraftvollen Rhythmen und wurde einfach gespielt und sehr, sehr kraftvoll. Ne. Und dann in den 2000ern hat sich das wieder ein bisschen in die andere Richtung bewegt. Dann kam Indie und Alternative Rock. Und heute haben wir dann Musiker, die alle möglichen Techniken kombinieren, wie John Mayer zum Beispiel, der die Rhythmusgitarre super cool spielt, mit Akkordumkehrungen im Stile von Jimi Hendrix und mit allen Raffinessen hier mit der rechten Hand. Ne? Also die Rhythmusgitarre hat sich kontinuierlich über die Jahrzehnte weiterentwickelt, aber diese Grundrhythmen bilden die Basis für alles, was wir gemacht haben. Wir reden auch gleich über einige der wichtigsten Musiker, die diese Jahrzehnte geprägt haben, was die Rhythmusgitarre angeht. So, jetzt machen wir ein paar Songbeispiele. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, um dir zu zeigen, was es bedeutet, Rhythmusgitarre zu spielen, ob man Schlagmuster braucht oder ob die einfach viel, viel einfacher sind, wie man sich denkt. Ne? Also, nehmen wir mal einen Song, ich bin ein bisschen alphabetisch, wie die 60er Beatles. Ne? Und wenn ich das jetzt lerne, dann ist es so, du bist noch am Anfang,
Ganz wichtiger Punkt, du musst lernen, den Takt zu halten, entweder mit links oder rechts oder wie Eric Clapton, mit beiden Beinen. Das ist also ganz wichtig, es verbessert dein Rhythmusgitarrenspiel, deine Schlagmuster, alles, was du mit deiner rechten Hand machst. Unglaublich, wenn du lernst, den Takt zu halten. Die besten Musiker der Welt, schau dir Eric Clapton an, wenn er sitzt, da geht es immer links, rechts bei ihm, ganz lustig. Ne? Die halten dadurch ihre Balance in ihren Groove bis zu den aktuellsten, bis John Mayer, Joe Bonamassa und so weiter. Ne? Wie lernst du das? Du spielst erst die Akkorde, schaust dir die Akkorde an. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. So, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I pretend that I... Und so weiter. Ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Ab und zu mache ich noch was, erkläre ich gleich nachher, wenn ich den mal einen Schlager begleite, dass ich die drei gerne dann auch mit der rechten Hand, wie so einen Handkantenschlag, komm, ich erkläre es gleich, gehe in die Nahaufnahme. Das ist auch nochmal einer der wichtigsten Schlagrhythmen auf der Gitarre, den du unbedingt können musst. 1, 2, 3 und bei der 3 machst du so wie so einen Karateschlag hier auf die Saiten und kommst von unten nach oben. Na? Also super easy eigentlich, wenn du das genau beobachtest. Und gehen wir nochmal hier rein. Ja, mal ein G-Dur, Barré. Mit diesem 1, 2, 3, 4 aus dem Blues kannst du natürlich auch alle Schlager begleiten. Was du positiv, was liegen kann. Merk dir den, damit kannst du die Hälfte aller deutschen Popsongs begleiten. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Handkantenschlag, Plektrum liegt unter den Saiten und kommt auf der 4 wieder hoch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und es ist nichts anderes wie bei der Beatles-Nummer von gerade eben. Und damit begleitest du einen Haufen von allen möglichen Popsongs. Machen wir doch mal ein Beispiel. Where she's gonna go, I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years, I've been living next door to Alice. Ich weiß, was jetzt alle denken. Wir können's auch singen. 24 years, just waiting for a chance. Is that a second glance? Well, I got to get used to now living next door. Alle Schlager werden mit diesem Muster begleitet. Na? Dann machen wir noch ein Beispiel aus den 60ern. Bob Dylan, aber Version Jimi Hendrix. Auch super zum Üben. Und zwar All Along the Watchtower. Hier oben, wir haben einen. 5., 7., 9. Bund, ein Cis-Moll. Übrigens sind nur drei Akkorde im ganzen Lied, dann kannst du einen Hendrix-Song spielen. H-Dur, 7. Bund und A-Dur. Und das geht immer.
some way out of here. Und was spiele ich? Ich spiele immer der 1, 2, 3, 4. Ich betone die 3. Moderne Musik und es ist so gut spielbar. Und dann kannst du, wenn du dich mal an diesen Groove gewöhnt hast, an den Rhythmus, dann kannst du das mit der Zeit auch ausbauen und ganz wichtig, auf dein Gehör vertrauen. Wenn du dann hörst, dass der Jimi Hendrix das so spielt, dann ist das, was du lernen sollst, nämlich die Imitation dessen, was du da hörst, extrem wichtig. So, die meisten lernen ja nur noch nach Videos und nach vorgefertigten Erklärungen. Und ich denke, du kannst dich um 100-200% in deiner Lernfähigkeit verbessern und steigern und es dir mit der Zeit viel einfacher machen, wenn du dir die Songs ganz oft anhörst und genau hinhörst, was da gespielt wird. Du findest auch, wenn du zum Beispiel einen Song lernst wie mit einem Schlagmuster, ein spezifisches Schlagmuster, wie jetzt Wonderwall von Oasis, dann findest du isolierte Tracks auf YouTube. Ist das nicht fantastisch? Wo du dann die Gitarre isoliert anhören kannst, exakt wie sie im Original gespielt wurde, und das Tempo verringerst, beispielsweise auf YouTube kannst du das auf 50% runterfahren und dann jeden Rhythmus dadurch hören und imitieren. Das ist eigentlich zusätzlich zu natürlich, dass du dir den Song oft anhörst, das Beste, was du machen kannst, um auf dem Instrument in der Begleitung richtig gut zu werden. Wenn zum Beispiel ein Song wie super süß, Always Look on the Bright Side of Life, ne? So, hier hast du dann immer einen Akkord. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Achte auf die Begleitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2. From things in life are bad. Other things make you swear and curse. When you're chewing on life's grizzle, come up and live with me. And this will have things turn out for the best. 1, 2, 3, 4, 1, and always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Ist das nicht ein süßes Lied? Und ein super Training für den 1, 2, 3, 4. Notier dir den Song Always Look on the Bright Side of Life. Monty Python, legendäres Lied, legendärer Film. Und hier kannst du dann diesen Basisrhythmus wunderbar mit auch tollen Akkordwechseln in der Grundposition trainieren. Okay, also arbeite mit, notiere dir das, super wichtig. Ne? So, jetzt machen wir ein ganz anderes, ich gehe alphabetisch vor, machen wir ein ganz anderes Beispiel, um dir zu zeigen, dass das machbar ist. Ne? Ganz wichtig, was jetzt passiert, nämlich die modernere Gitarre, wir sind jetzt schon in den 70ern, und wir tackeln, wir schauen uns mal einen Rhythmus an von Another Brick in the Wall. Okay? So, was ich hier noch hinzufüge, sind zwei Echos. Ich gehe auf meinen Sound, nämlich Gilmore Live, und du wirst jetzt gleich einen Effekt hören, erstmal ohne die Echos. Ich habe noch einen Flanger drauf. Ich schalte den auch jetzt auf. Und dann gehen wir hier in die Nahaufnahme, dass du meine rechte Hand gut beobachten kannst. Was spiele ich? Ich spiele einfach nur, ich mache es ganz einfach, ich spiele nur die leere D-Seite. Und was hat sich jetzt geändert? Die Betonung auf die 1. Ich habe auf der 1 eine Betonung. 1, 2, 3, 4, 1, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
greife jetzt im fünften Bund auf der D-Seite. Ich zoome noch ein bisschen raus. Ja. Hier greife ich ein D im fünften Bund. Dämpfe die Saite wieder hier ab. Über diesen Rhythmus, du wirst begeistert sein, wie der klingt. Abdämpfen und dann 1, 2, 3, 4, 1, immer die 1 betonen. Das Einzige, was du jetzt hörst, ist ein bisschen ein Hall. Hörst du den? Ein bisschen Hall, damit der Sound nicht so trocken ist. Kultrhythmus. So, jetzt füge ich diesen Flanger hinzu. Der bewegt sich immer so auf und ab. Dann kommt ein Echo. Hör genau hin. Ist gar nicht so laut. Ich mache es einen Tick lauter noch. Dass du es gut hören kannst. Tempo ist 420 Millisekunden. So, das ist das Geheimnis des Tempos beim Echo von David Gilmour. 420 Millisekunden. Merkt ihr das? So, das zweite Echo. Das ist auch auf 420 Millisekunden, ist aber eingestellt auf punktierte. Ich gehe noch mal kurz in die Software rein, um dir genau sagen zu können, es sind punktierte Achtel. Hörst du das? Da, 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 da. So, beide Echos zusammen erzeugen diesen Effekt. Ich mache beide jetzt ein bisschen vom Level her auf ein bisschen höher, auf 40%. Und wenn ich jetzt die Saite einfach nur anschlage, dann hörst du, dass die beiden Echos einen Rhythmus erzeugen. Das ist also das Geheimnis des Sounds von David Gilmour. Aber was ich spiele, ist immer nur 1, 2, 3, 4. Ich spiele es nochmal ohne die Echos. Ohne die Echos klingt das so. Und dann die beiden Echos. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins. Natürlich muss ich, die Echos geben mir den Effekt, den rhythmischen Groove, an den ich mich ranhalten muss. Ich muss also im Tempo des Echos spielen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist der Sound. Kommt natürlich die Begleitung. Hört euch die mal an. Und wie habe ich das gelernt? Indem ich mir den Song damals schon, also vor 4 Jahrzehnten, ist ja eh so ein Kult-Song, den wir schon tausendmal gehört haben, sehr oft angehört habe. Und basierend auf dem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann hört man ganz exakt, was die Gitarre spielt. Und dann geht er auf einen G-Dur-Akkord und spielt das, was ich vorhin auf der Note D gespielt habe. Nämlich spielt auf dem ganzen Akkord 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Just another brick in the wall. Und es funktioniert. Der Rhythmus muss funktionieren ohne die Echos. Jetzt kommen die Echos hinzu. Und ich spiele mit dem Tempo des Echos. Und eigentlich hörst du das Echo nur, wenn ich was dazwischen spiele. Hm?
that is flown across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family home. Daddy, what do you leave behind for me? Daddy, what you leave behind for me? Hört ihr das? Ah, ist das cool, ne? Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Basisgroove, Betonung auf die 1, mehr ist es nicht. Und schon kannst du die Begleitung eines absolut ikonischen Liedes spielen. So, jetzt nochmal. Natürlich bekommen wir dann einen Haufen Balladen noch auf der Gitarre, die wir begleiten müssen. Und bei den Balladen müssen wir natürlich mal wieder auf das Schlagzeug achten. Haben wir einen 6-Achtel-Takt? Gehen wir mal wieder auf den Clean Sound. Wie beispielsweise bei einem Song wie Still Got the Blues. Oder Metallica's Nothing Else Matters. 6-Achtel. Okay, und das ist dann... Wie picken wir so etwas? Wir picken bei 6-Achtel, typisches Balladen-Begleitmuster, einfach nur 3 runter, 3 hoch. Ne? Das wäre dann bei Still Got the Blues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gehen wir hier in die Optik, dass du das gut sehen kannst. Das Einzige, was wichtig ist, ist die Bassnote. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Dasselbe hast du bei Nothing Else Matters. Picking-Muster. Super einfach. Eins, zwei, drei. 3, 4, 5, 6. Damit begleitest du so viele Songs. Ich gehe jetzt mal auf den D-Dur-Akkord. Hör mal. Sitting here wasted and wounded on this old piano. Trying hard to capture the moment this morning I'm gone. Das ist ein Klavierstück. Hier ist Klavier am Start und wir machen ja nichts anderes wie 1, 2, wir haben Klavier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf die 1 spiele mit links noch den Bass, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cause a body like a still lies in my head, some blood in the nightmares, thing that she's still in my bed. Und hier kannst du auch I wanna lay you down in a bed of roses for the night I sleep on a bed of pain. I wanna be just as close as the holy ghosts. Und dann on a bed of roses. Oh ja. 3 runter, 3 hoch. Ganz viele Balladen werden so begleitet. Ne? Genau, Eike schreibt hier, genau, ähnlich wie Limp Bizkit. Bei Behind Blue Eyes ist ein bisschen ein anderes Picking-Muster und hier ist auch wichtig, hier ist ein 8er Picking-Muster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
das ist, dieses Picking-Muster von Behind Blue Eyes ist eine Kombination aus dem Picking-Muster Nummer 1, was ich euch im Grundkurs gezeigt habe, und Picking-Muster Nummer 2. Das Picking-Muster Nummer 1 ist ein absoluter Klassiker, der wird bei Nuckin und Hermanns Door verwendet, und das Picking-Muster Nummer 2 zeige ich euch auch noch gleich, das wird verwendet bei allen Wonderful Tonight und so weiter, Eric Clapton. Und die Kombination aus diesen beiden ermöglicht dir also im Grunde genommen alle Picking-Muster zu kombinieren und zu begleiten mit 8 Tönen. Okay? Also 4/4-Takt, Wonderful Tonight. Ne? Schauen wir uns das nochmal an. Das Eric Clapton Picking-Muster. Mal ganz langsam. Nahaufnahme. Noch näher. So, noch zwei. Bei dem Eric Clapton Picking Muster, Picking Muster Nummer 2, spielst du 4-mal die G-Seite. Also oben die Bassnote und dann im Wechsel. G-Seite wird 4-mal gepickt. Im Wechsel immer die H- und die E-Seite mit der G-Seite. Das klingt wunderschön. Okay. Und dann Picking-Muster Nummer 1. Super einfach. Immer die Bassnote unten picken. 1, 2. Hier haben wir wieder 8 Töne. Du spielst die sechste Seite. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 6. Erste Seite, zweite, dritte, erste, zweite, dritte und die 1. Das ist Picking-Muster Nummer 1. Und dann die Kombination aus Picking-Muster Nummer 1 und Picking-Muster Nummer 2. Verschiedene, du kannst mit Clapton anfangen und mit dieser Variante Nuckin Hermanns Door aufhören. Damit, mit diesen Picking-Mustern, 1 und 2 kombiniert und dem 6/8-Picking-Muster, wo du 3 runter, 3 hoch spielst, plus noch einem einzigen, wo du 4 runter, 4 hoch spielst, kannst du alle Balladen auf der Gitarre begleiten. Also die 40% aller Songs sind eigentlich solche Songs. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und damit hast du, wenn du ein Liederbuch zum Beispiel dir kaufst, wie das Ding, ja, und da gibt es mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 davon, dann hast du 400 Songs pro Liederbuch, dann kannst du 100 Balladen mit diesen 3 Mustern begleiten. Du musst nur die Akkorde kennen. Ne? Also schaff dir die Grundakkorde drauf, diese Picking-Muster und fertig. Und schon hast du es. Ne? Also nochmal, Behind Blue Eyes ist eine Mischung aus den beiden. Es fängt mit Clapton an. Genau. Und dann im Refrain, but my dream. Is empty. Dann haben wir natürlich Songs in der Begleitung, immer in der Tradition des Blues und des Rock'n'Roll. Spielen wir da noch ein paar Beispiele, dass ihr da noch Spaß habt und damit ihr merkt, denn mir ist das Allerwichtigste, was du heute mitnehmen sollst. Es gibt wenig Sachen, Picking-Muster und Schlagmuster bzw. Grooves, Rhythmen, na, Schlagzeug, daher kommt auch Schlagzeug. Da hängen wir uns ran und spielen das, und ein super Beispiel ist vielleicht hier dieser Song. E Power Chord.
hier haben wir wieder ein Rock'n'Roll. Ein E-Power-Chord, wo man die dicke E-Seite noch spielt. Und dann. Dann klauen wir das von der Bassgitarre. Hör bitte auf den Rhythmus. Das ist so cool, was ich mache. Ich spiele, also ich will mir jetzt nicht selbst loben, das ist einfach nur cool, weil ich das Schlagzeug imitiere. Ne? So ist es immer, wenn ich das unterrichtet habe und ein Schüler bei mir war, egal wie alt, ob er 10, 11, 12, 70 Jahre alt war, das haben wir geübt, bis der Schüler das gespürt hat. Abdämpfen und ganz, also ist ein, hör genau hin, ist die 1 wieder betont, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist, entsteht, weil du was geübt hast von vorhin. Du hast den Rock'n'Roll geübt, du hast die Betonungen geübt, einmal auf die 3 und einmal auf die 1 und schon weißt du, wie das Ganze funktioniert. Dann haben wir natürlich Bands wie die Rolling Stones. In den 60ern kamen die dann mit legendärem Rhythmusgitarrenspiel von Keith Richards. Absolut legendär. Und hier ist ganz wichtig, da beginnt die Ära der Riffs. Ne? Stones, Zeppelin, ja, das ist keine Rhythmus-Gitarrenbegleitung, sondern es ist eine Mischung aus Power Chords und Solo-Gitarre. Ja. Bei Led Zeppelin hast du beispielsweise So, jetzt gehen wir weg vom Clean Sound. Ich habe ja fast nur Clean gespielt heute. Ja. Oder ganz einfach, ne? Und hier basiert alles auf Riffs. Deswegen lege ich ja immer ans Herzen, wenn ihr diese ganzen Rocksongs, diese ganzen Klassiker spielen wollt, dann schafft euch mal 20, 30 dieser klassischen Riffs drauf, damit ihr in den Genuss kommt von dieser Rhythmusgitarrenarbeit. Ne? Ob es jetzt die Scorpions sind mit so etwas oder AC/DC. Oder Eric Clapton. Oder Black Sabbath. Natürlich mit einer Les Paul. Oder Paranoid. Und dann kommt ihr in den Genuss von einem super, super guten Training wieder für die rechte Hand, in dem ihr Riffs spielt. Und es hat noch einen riesen Vorteil. Wenn ihr nämlich mal Besuch habt von jedem, von Freunden oder irgendjemandem und sagt, ah, da ist eine Gitarre, eine E-Gitarre, spielen wir mal was vor. In der Regel wollen die Leute nicht ganze Lieder hören, es sei denn, es ist eine Party mit Gesangsbegleitung und so weiter, sondern einfach mal ein paar schöne Motive. Und dadurch ist es, kannst du sie dann wirklich auch dir schnappen, wenn du dir diese klassischen Riffs drauf schaffst. Ne? Ob es jetzt Stones ist mit Brown Sugar, ne? oder so etwas, oder Start Me Up. Und dadurch trainierst du deine rechte Hand. Du musst keine Angst haben, dass das super schwer ist. Ist es nicht.
Natürlich, wenn du ganz am Anfang bist, musst du natürlich erst deine Grundakkorde lernen und deine Standard-Picking-Muster. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber über den Blues, Tempo erhöht, Rock'n'Roll, ein bisschen Betonungen auf die 1 oder die 3, hast du dir die Grundlage geschaffen für die Rhythmusgitarre und die Begleitung auf dem Instrument. Okay, ihr Lieben, jetzt werden wir kurz in den Chat reinschauen, ob ihr die eine oder andere Frage noch habt. Hey, wir haben hier die erste Spende bekommen. Jetzt aber Hurtig ein Bier, das gönne ich mir nachher. Danke, W. Herzlichen Dank. Ich gucke mal, ob ihr irgendwelche Fragen habt, ob alles gut gelaufen ist. Jens, du hast mir den Chat hier ziemlich zugespammt. Ich weiß ja gar nicht, was ich da alles lesen soll. Also bitte nicht tausende Nachrichten hier reinschreiben, sondern lernen, ne? Aufpassen, was ich hier versuche zu vermitteln und das gleich umsetzen, idealerweise schon mit einer Gitarre ein paar Dinge ausprobieren. Ne? Super. Boah. Okay, viel zu viel hier. Okay, keine Fragen. Okay. Rüdiger, wie bekomme ich Smoke on the Water fürs Lagerfeuer umgesetzt? Das schaffe ich irgendwie nicht. Kann auch eventuell am Gesang liegen. Ja, gut. Ja, wichtig ist natürlich der Hauptriff. Ja? Und wenn du das auf der Akustikgitarre spielen willst, ist nicht gerade ideal, aber es ist machbar. Ne? Du musst trotzdem die Riffs spielen. Meine Empfehlung wäre, dass du es dann mit Power Chords spielst. Also mit dieser Variante. Weil es klingt ein bisschen fetter. Also Richie Blackmore hat das ja so gespielt. Also ja, die Variante kannst du mit einem Finger spielen. Aber ich würde es mit Power Chords spielen, dass es richtig fett klingt. Ne? Und dann auf der akustischen, hier, du spielst dann dein Power Chord und dann... We all came down to Montreal, the late Geneva shoreline. So, ich gehe jetzt mal bewusst auf den Akustikgitarren-Sound, weil das, ja, ich liebe ja diese Herausforderungen und es macht mir tierisch Spaß. Akustik, Preamp, ich gehe hier in der Variax auf die Akustikgitarre, sodass ich in etwa einen Akustikgitarren-Sound wechsle auf meinen Akustik-Plektrum, ne, 1,5 mm und dann. Natürlich, wenn du selbst singst, ist es noch ein Tick schwerer. Ne? Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. We all came down to Montreal on the Lake Geneva shoreline. Jetzt ist ein G-Moll-Akkord, vorsichtig, ne? Ja, gerade ein G-Dur funktioniert nicht. Also wir haben G-Moll, F als Barré. Das könntest du dann praktisch in der Begleitung auch so verwenden. Ja, danke schön. Dein Stream ist mega informativ und lehrreich. Ja, danke schön. Darum geht es hier. Du sollst ja quasi in eine Gitarrenstunde so viel wie möglich auch mitnehmen. Ne? Und das ist mein Ziel an dem Ganzen. Ne? Ich zeige euch jetzt mal mit der Akustikgitarre noch die eine oder andere Begleitung, wenn ich sie schon in der Hand habe. Pack hier noch einen Chorus drauf. Und was auch ganz oft vorkommt, ist, dass wir jemanden begleiten, der singt und das Lied wurde am Klavier gespielt. Ja, was machen wir denn da? Also wir müssen uns von dem Klavier den einen oder anderen Trick, wir können einfach hier ein Gitarrenschlagmuster spielen. Kann es machen, aber es klingt nicht so cool. Deswegen zeige ich euch, wie ich das mache, wenn ich eine Klavierbegleitung habe. Ne? Ich mache jetzt ein Lied von Elton John und packe mal kurz das Capodaste hier in den dritten Bund. Ihr werdet das ganz schnell erkennen. Und am Anfang beginnt es mit einfach nur den Akkorden.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich pieke also 4 runter, 4 hoch. Klassische Klavierbegleitung. Bass und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C, Dur, G. Bassnote ist ganz wichtig. Dann im Refrain. And can you feel the love in the 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3. Und auf die 4 ein Doppelschlag. Ne? Und das ist eine super Begleitung. And can you feel wenn das Keyboard die Akkorde spielt, dann mache ich das auch. Und dann geht die Begleitung in der Strophe wieder. Vier runter, vier hoch. Und das ist absoluter Standard, wenn du Klavierstücke begleitest. Okay? Und dann kommen natürlich Songs, in denen überhaupt keine großen Schlagmuster vorhanden sind. Aber sie sind so cool. Geh zurück auf mein E-Gitarren-Sound. Erstmal, so nehmen wir den, wechseln das Plektrum wieder auf E-Gitarre und mal gucken, dass ich hier nicht zu laut bin. Natürlich wieder zurück auf die elektrische und dann. Und das sind dann so Rhythmen, Patterns, Themen, Motiven, Riffs und Licks, die du lernen musst. Ne? Aber hier, hör mal. Geniale Band. Ich meine, du kannst von den Beatles, von den 400 Songs, die sie geschrieben haben, du kannst ja mit 20 dieser Stücke die Basis legen für ein Gitarrenleben. Das ist unglaublich. Was für eine tolle Band. Beatles, Rolling Stones, AC/DC, ein paar Bands. Wahnsinn, ja, was da machbar ist. Dann haben wir noch in der Begleitung, und das ist ganz wichtig für mich persönlich, dass du das dir anschaust, Country-Begleitung. Ne? Wir wollen ja auch da ein bisschen cool klingen. Am Anfang ist es okay, wenn du einfach nur so spielst. Almost Heaven. Auch hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. West Virginia. Richmond.
Country hast du in der Regel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So hier, wenn du mich beobachtest, wirst du feststellen, ich spiele erst die dicken Saiten und dann die dünnen. Betone die drei. Eins, zwei, drei, vier. Dann E-Moll. D-Dur, D-Saite. Dann C. Gehen wir auf den richtigen Clean Sound, damit das Ganze ein bisschen cooler klingt und nicht auf diesen Marshall. Und was die Country-Gitarristen dann machen, wenn du diesen Rhythmus dir drauf geschafft hast, dass sie dann das verdoppeln. Ja? Also du hast dann eins, du hast dann... Die machen dann... Und dann, à la Johnny Cash, wird die Bass, in der Bassnote noch ein bisschen... Schau genau hin, was ich mache. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hier ist wieder diese Basis, der Basisrhythmus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da habe ich etliche Videos gedreht, das ist was für Fortgeschrittenere. Aber Country ist immer 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir Songs, Songs, wo man denkt, ja, wie geht jetzt dieses Muster beispielsweise? Ne? Ein schneller Rock'n'Roll, Crazy Little Thing Called Love, Queen, ne? Schauen wir mal wieder, was da passiert ist, ne? Was da die Gitarre macht. All the thing called love, I just can't handle it. Was haben wir denn wieder? Wir haben schon wieder die 1, 2, 3, 4. Und auf die 3, auf die Betonung, das kannst du gleich klauen und ausprobieren. Auf die 3. 1, 2, 3. Kommt der kleine Finger auf das D-Sus 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Crazy little thing called life. There goes my baby. 1, 2, 3. See? Cuckoo sweat. Da kommt meistens noch so ein Verzerrer hinzu, ne? Und dann klingt es. Bassgitarre und dann kommt wieder die Begleitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und das sind die wichtigsten Motive, Schlagmuster und Patterns, die du auf der Gitarre können musst. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch das ein oder andere super Beispiel für euch habe im Schnelldurchlauf. Ne? Achtung auf den Rhythmus. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wings. You're the devil in the sky. Und jetzt wird's schnell. Oh yes, you are. You fool me with your
wieder das Tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. You fooled me with your kiss. You cheated and you screamed. And you know how you lied to me. You're not the one you seem. Das ist ein fortgeschrittener Rhythmus, Rumba, aber das wird vom Schlagzeug abgeschaut. Und dasselbe haben wir bei Pretty Woman. Und wenn du einen dieser Songs gespielt hast, dann ist das alles für dich gar kein Problem. Dann haben wir natürlich Popsongs mit eben diesen Geschichten hier. Ne? Heute werden die ganzen Copyright-Hasen sich prügeln um dieses Video. Ne? Oder was haben wir hier noch? Begleitungen. Ja, genau. Das machen wir da auch noch mal. Kurz noch einen Schlager hier für euch. Ne? Warum nicht? Es war schon dunkel, als ich die Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da waren wir zu. Diese Begleitung. Auf meine linke Hand, was die macht. Typische Schlagerbegleitung aus der Zeit. Klar, und dann, wenn man zurückgeht wieder zum Blues und einen Song wie Hoochie Coochie Man, der übrigens der erste E-Gitarren-Song überhaupt ist, der mit einem Riff gespielt wurde, mit einem Motiv. Ist er neugierig. Der Rüdiger will gleich wissen, wie greifst du den verminderten Akkord? Das ist an der Stelle ein S vermindert. Aber natürlich, wenn du S 2, 3, 4 runterfährst, dann hast du C vermindert. Du hättest noch ein A vermindert, kannst du noch greifen. Ne? Ich greife ihn hier so. Meine Variante. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Ich müsste lauter, wenn es komisch klingt, was ich singe, ist, ich müsste lauter singen, aber ich will nur das Mikro übersteuert. Ne? Deswegen, um die Tonhöhe zu erreichen, muss ich natürlich lauter singen. Ja? Aber da können wir, das ist dann ein Thema wieder für ein anderes Video. Okay, cool. Also noch ein cooles Motiv, wo songabhängig ist. Das ist dann. Jeder kennt den Song. Note abgedämpft, einmal über die Saiten strummen und dann dreimal hochpicken. Also wer dieses Lied
lieb, der wird auch dieses Muster lernen. Ne? Aber das ist so ein Standard, an dem kommst du einfach nicht vorbei. Dann, ja, die ganzen Rock'n'Roll-Sachen sind ja alle gleich. Mit dieser Begleitung, 1, 2, 3, 4, 1, kannst du tausende Rock'n'Roll-Songs spielen. Ne? Also wirklich von Jailhouse Rock bis, ne? Bis zu Tutti Frutti. Was haben wir hier noch? Bluesy Shoes. Well, I'm going for the money. For the show. Here to get running out. Go get in the dust. Stepping out of the tree. Looking to the night. Rolling off from my loose leash. Rock around the clock. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, round. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, round. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, und so weiter. Rock'n'Roll ist immer dasselbe. Dann hast du noch so Songs, beispielsweise eine Mischung aus Pop und anderen Stilistiken, wie jetzt hier zum Beispiel. Und dann natürlich die ganzen Schlager, jetzt wie beispielsweise die Maffei-Songs. Ne? Wenn andere froh sind, ist sie traurig. Ihre Freundin ist sie nah. Sie träumt auf Thailand mit dem Wind. Super einfach zu begleiten. Oder und dann natürlich die absolute Champions League Songs, wie jetzt beispielsweise Long Train Running. Und bei Long Train Running hast du einen ganz, ganz bestimmten Rhythmus. Ne? Also man könnte jetzt sagen, ein Schlagmuster. Okay, machen wir alle Effekte aus, gehen auf die vordere Zwischenposition. Und dann hörst du dir den Song an. Der Song beginnt mit der Gitarre. Und Gitarre und dann kommt das Schlagzeug und es ist. Die Aufnahme hier. Fast all diesen Songs habe ich Tutorials gemacht. Da wäre dann der Punkt, wenn du sagst, okay, das interessiert mich, dann müsstest du hier quasi dann zu diesem Song gehen und das lernen. Aber der wichtigste Groove hier ist der Zug. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann übst du nur den ersten Akkord. Machst hier einen Hammer-On. Und so näherst du auch dich auch diesen
geilsten Rhythmen, die es gibt. Und wenn du einen dieser geknackt hast, ist alles andere. No? First I was, bis zu Disco. First I was afraid, I was petrified. Ist das easy, wenn du dich über diese Grooves und Rhythmen, die ich dir gezeigt habe, gesteigert hast. Und vor allen Dingen wichtig, check dich mit einem Metronom. Schalt dein Metronom ein, schalt es ein auf Tempo 100 und schau, ob du die Basisrhythmen vom Blues, vom Rock'n'Roll, den Flamenco-Rhythmus, den ich dir gezeigt habe, ganz, ganz wichtig, und bring den auf Tempo, immer so in 5 oder 10er Schritten, immer wieder checken. Du musst nicht alles mit Metronom üben. Das ist, da setzt du dich nur unnötig unter Druck und der Druck macht dich verrückt. Du bringst deine Hand auf Tempo nach deinem inneren Gefühl. Du wirst schon merken, wenn du an deine Grenzen stoßt. Und dann immer wieder pausieren, darauf achten, dass, ne, dass der Körper muss sich daran gewöhnen. Und das Allerwichtigste, was du beherzigen solltest, ist, dass du das täglich machst. Der Schlüssel dafür ist, dass du täglich trainierst. Im Sport kann ich auch noch so ein Beispiel geben. Es gibt da so viele Philosophien im Sport, wie man denn trainieren sollte. Manch einer sagt immer, ein Tag Training, ein Tag Pause, ein Tag Training, ein Tag Pause, 3-4 Mal in der Woche. Ich habe eine andere Philosophie beim Sport. Ich habe eine Philosophie, jeden Tag zu trainieren, vielleicht mal einen Tag in der Woche, Leisure Time, also Entspannung, Meditation und so weiter. Aber jeden Tag trainieren, aber nicht sich kaputt trainieren. Die meisten trainieren sich kaputt. Ne? Jeden Tag eine halbe bis zu 3/4 Stunde trainieren, aber sich nicht kaputt trainieren. Vielleicht, oh, was macht denn hier meine Kamera? Die scheint hier ein Eigenleben führen zu wollen. Ich muss mal wieder aufwecken. Das ist bei dem Sporttraining ist es wirklich so, einmal in der Woche hart trainieren, ja, und dann diesen Pausentag einlegen. Und dann den Rest der Woche normal trainieren. Ne? Also nicht mit übermäßig großer Anstrengung. So ist es hier. 5 Tage in der Woche normal trainieren, leicht immer an den Limit gehen und an einem Tag an den Limit und über den Limit gehen und dann eine Erholungspause einlegen, damit sich dein Körper, deine Muskulatur dran gewöhnt. Das ist nichts anderes, was wir hier machen, wie ein Sporttraining jeden Tag. Okay? Vielleicht noch ein Beispiel von Elvis Presley. Scotty Moore an der Gitarre, sensationell. Super schön gespielt. Man kann es mit Blecken spielen. Einfach nur ein Kniff beim E-Dur. Macht ihr einen Hammer-On hier? Er lüpft also. Und dann wechselt immer zwischen dem E und einem A. Und da er diesen Wechsel zeitlich nicht hinbekommt, macht er einfach nur. Kommt wieder ein Groove, den dann der legendäre Gitarrist Stevie Ray Vaughan wunderbar auf die Spitze getrieben hat, nämlich den Shuffle. Hör mal genau hin. Meine Hand macht so einen leichten Kreis, ich dämpfe die Saiten ab. Musik.
dann diesen, das ist der Shuffle, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, da ist er wieder. Das ist die hohe Kunst der Rhythmusgitarre und das ist so Next Level. Was schreibt ihr hier? Fehlt nur noch Michael Jackson? Boah, Leute, diese Gitarrenarbeit bei Michael Jackson, die wenigsten wissen, oder ihr wisst das wahrscheinlich, weil ihr euch damit beschäftigt habt, dass er immer die geilsten Gitarristen sich geholt hat. Also auf dem Thriller-Album spielt Steve Lukather die meisten Riffs und Sachen ein. Bei Beat It spielt Van Halen das Gitarrensolo. Später hat er wirklich Steve Stevens Slash mal an der Gitarre gehabt. Und dann die Jackson-Brüder, unglaubliche Musiker alle. Extrem, extrem tolle Gitarrenarbeit bei Michael Jackson. Also Songwriting. Ich muss mal was von ihm machen. Das wird ganz, ganz wichtig sogar. Ne? Okay, dann nochmal die Begleitung aus dem Shuffle heraus mit einem klassischen Song im Stile von Eric Clapton. Unplugged können wir nochmal kurz zeigen. Ich gehe nochmal auf den Akustik-Sound und gehe hier auf die Akustikgitarre. Auf die Mitte der Variax. Ich kann also hier wunderbar Akustik-Sound simulieren. Also wieder diese Shuffle-Geschichte. Nobody knows you when you're down and out. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wow, na, was kann ich euch noch zeigen? Kurz als Beispiel. Roy Orbison. Klingt fast wie Beat It, ne? Und dann. Also, ihr seht, es geht nicht um die Schlagmuster, sondern wir nähern uns jetzt dem Finale, sondern es geht um Rhythmen. Das ist der Schlüssel. Und die Rhythmen lernst du, indem du dir die Songs intensiv anhörst, dich mit Blues, Rock'n'Roll beschäftigst, dich damit steigerst, ein bisschen von der spanischen Gitarre, diesen einen Rhythmus, den ich dir gezeigt habe, den auf Tempo bringst. Und dann ist es dir möglich, all diese Rhythmen, die ja vom Schlagzeug herkommen du musst dich als Rhythmusgitarrist an das Schlagzeug ranhängen. Es ist ganz, ganz entscheidend, dass du dann damit harmonierst. Und dann fällt es dir auch ganz leicht, diese Rhythmen zu lernen. Gibt es Schlagmuster? Ja, es gibt einige Songs, nicht allzu viele, aber ein klassisches Beispiel ist Wonderwall von Oasis, wo du dieses Schlagmuster, weil du es so exakt hörst zu Beginn des Songs, genauso spielen solltest. Aber auch da musst du es nicht 100% genauso spielen, sondern in etwa 90% genauso, wenn du dir das merken kannst, weil die Musiker ihre Muster auch immer wieder variieren. Und hier hast du dieses, ne? Diesen Rumba-Rhythmus. Hey! Round! Mercy! Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, the kind of like to see. Pretty woman, would you live in a way as can be? I love you just like me. Okay,
Und das Allerwichtigste ist, dass du eben diese Begeisterung entwickelst. Ne? Ich mache jetzt noch ein Beispiel von CCR. Und dann nähe ich mich dem Ende des heutigen Streams. Und zwar Proud Mary. Absoluter Klassiker. Kann man so in der Tina Turner Version so spielen. Back to my clean sound und elektrische Gitarre natürlich. So. Dass ich nicht so laut bin hier. Left a good job in the city. Wieder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleeping. Worrying about the things that might have been. Das Tempo, dann kommt dieser legendäre Riff mit Power Chords. Das ist ein super Training. Proud Mary ist ein super Training. Üb es, spiel es, genieß diesen Monster-Song. Schau dir die Wembley-Version von Tina Turner an. 9 Minuten Abschlusskonzert von Tinas fast allen Konzerten, die sie gemacht hat in den ganzen Jahrzehnten, wo sie unterwegs ist. Mega, 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 mega. Und achte auf das Schlagzeug. Achte auf das Schlagzeug. Was dieser Schlagzeuger bei Tina Turner spielt, das ist so unglaublich. Er ist der Bandleader. Und häng dich an dieses Schlagzeug ran. Ne? Monster-Song. Unbedingt lernen. Oder ihr kennt ein absoluter Lieblingssong auch für mich und für die rechte Hand ist Rebel Yell von Billy Idol. Da geht 6 Minuten und da ist fast das gleiche Tempo wie gerade hier. Ne? Und natürlich mit einem bisschen anderen Sound hier. Und das ist dein Tempo. Wieder 1, 2, 3, 4, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, die 1 betont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann spielst du das. Machen wir einen Verzerrer raus hier, dass man es besser hört. Eins ist offen. 80er. Groove, wenn du den mal kannst, dann bist du im Himmel. Ne? Okay, ich glaube, ich bin durch alles durch. Dann noch ein Tipp von mir, um deine Rhythmusspielweise absolut auf Vordermann zu bringen. Wenn du einen Song schon kannst, ne? Wenn du dich erwischt, dass du ihn spielst und er funktioniert wunderbar, er ging wunderschön, dann brauchst du ihn nicht mehr üben. Okay? Wenn ein Song super gut klingt, brauchst du ihn nicht mehr üben. Okay? Dann schnappst du dir den Song und bringst ihn auf ein höheres Tempo. Nehmen wir mal an, du kannst Sweet Home Alabama, dieses Intro. Na? Und du sagst, okay, ich kann das spielen. Und dann bringst du es auf Tempo. Ne?
spielst ein bisschen schneller wie im Original und dadurch trainierst du den Song noch. Wenn du ihn immer im gleichen Tempo spielst, dann hat er keinen Trainingseffekt mehr. Okay, das noch als finaler Tipp. Und ja, und beispielsweise kann man auch Sachen spielen, die in Songs gar nicht drin sind. Ja? Noch ein super Tipp zum Schluss. Sympathy for the Devil beispielsweise von den Stones hat nur Percussion. Ne? Aber was du machen kannst, du kannst dich an die Percussion, an das Schlagzeug ranhängen und mit der Gitarre das imitieren. Das ist das, was ich mache, wenn wir den Song spielen. Das ist nicht im Lied drin. Trotzdem spiele ich es, weil es den Rhythmus imitiert. Das ist das, was das Schlagzeug spielt. Glaub mir. Auch ein super Song für die Rhythmusgitarre. Oder, ne? Na da, Stadtbahn 03. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das sollte es eigentlich. Ich glaube, ich habe alles durch. Ich habe nichts vergessen. Ja. Und dann natürlich zum Schluss noch Just for Fun. Ein Song mit einem Schlagmuster. Ich spiele ihn mal kurz an, damit die Algorithmen durchdrehen. Ein spezifisches Schlagmuster habe ich auch als Tutorial für dich gemacht und habe sogar das Schlagmuster eingeblendet. Aber alles andere, um die Antwort final zu beantworten in diesem doch, hoffe ich, sehr klärenden Video, ist Schlagmuster auf der Gitarre unverzichtbar oder überbewertet. Ja, völlig überbewertet. Was du brauchst sind Rhythmen. Und wenn du diese 4-5 Basisrhythmen auf der Gitarre spielen kannst, dann bringst du sie auf Tempo und dann wird Rhythmusgitarre für dich kein Geheimnis mehr sein. Also ihr Lieben, das sollte es von meiner Seite heute gewesen sein. Es war eine lange, richtig, richtig intensive Stunde. Und mir war es ganz, ganz wichtig, dir die Energie, die Freude am Gitarrenspiel, die Freude an der Rhythmusgitarre zu vermitteln und zu zeigen, dass du dich mit Schlagmustern überhaupt nicht belasten musst, dir auch keine Bücher kaufen musst mit Lerne 50 Schlagmuster, weil du hast die zwei Wochen später sowieso vergessen. Aber lerne Rhythmen, lerne die Rhythmen auf Tempo zu bringen, habe Freude an diesen Songs und schnapp dir mal so 4-5 Songs, die dich mächtig, mächtig, mächtig berühren und die, wo du genau spürst, dieses Lied muss ich unbedingt spielen können und das ist der Weg, dann, an den du einschlagen solltest, okay? Weil dann bekommst du dieses Feuer, diese Liebe zum Instrument, diese Liebe zur Rhythmusgitarre, will ich da nicht mehr loslassen. Und ganz, ganz ehrlich, in 90% der Fälle bin ich als Rhythmusgitarrist in eine Band gebucht worden und 90% war Rhythmusgitarrenarbeit, Begleitarbeit, 90% wirklich, wirklich wichtig. Und die Solos waren dann so, ja, mit der Zeit wurden die immer besser und waren dann so wie die Sahne auf der Torte. In diesem Sinne, ihr Lieben, es hat mir sehr viel Freude gemacht, diese lange Stunde. Ich bin jetzt auch platt für euch gemacht zu haben. Und ja, wenn dich meine Arbeit hier, wenn du meine Arbeit für nützlich und sinnvoll findest, dann werde Unterstützer über meine Webseite wipguitar.de. Hier, klicke hier auf wipguitar.de. Schau dir an, was wir hier alles aufgebaut haben für dich. Wir haben die neue Kursplattform, ist online, die ist wunderbar aufgeteilt, sehr, sehr leicht zu bedienen. Hier kannst du dann für Anfänger, für Fortgeschrittene einsteigen. Das ist alles wunderbar gegliedert. Natürlich, ganz wichtig für den Algorithmus, läute hier die Glocke, damit du weißt, wenn ich wieder live bin, hier oben rechts. Und wenn du noch kein Abo hinterlassen hast, bitte hinterlass ein Abo, denn knapp nur ein Drittel meiner permanent Zuschauenden haben hier ein Abo auf dem Kanal. Das wäre super, super, super wichtig. Ganz, ganz vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, macht's gut und habt viel Spaß mit der Gitarre.